Goeiedag, oh, goeiemiddag. Hallo, Poserina Runde. Ich heiße Arne Lietz. Die einen oder anderen kennen mich vielleicht noch. Und ich habe zwei Gäste hier im Europaparlament und freue mich riesig, dass sie da sind. Ich kann leider nicht nach Poserin kommen, aber wir haben überlegt, jetzt machen wir eine Aufnahme hier im Europaparlament, wo ich gerade seit 2014 Abgeordneter bin. Zu Gast habe ich Sigi und Japp. Hallo. Hallo. Hallo, Arne. Guten Tag. Ja. Es ist ja schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, wir haben uns hier obercool in den Zug gesetzt heute früh und jetzt sitzen wir hier mitten in Brüssel. Ganz professionell. Lö. Spannend. Ja. Lök. Und wir wollen uns unterhalten über große Themen wie Menschenrechte, Populismus und so weiter, weil das im letzten Jahr bei dem Zusammentreffen in Büsse, wo wir auch nicht dabei waren, zur Sprache kam und irgendjemand gesagt hat, wir können doch einfach mal Arne fragen. Ja. Aber Arne hatte keine Zeit, nur fahren wir zu Arne hin und fragen ihn. Denn wir wollen in Großpuserien, werden wir uns doch wieder mit dem Thema beschäftigen, Populismus. Wir haben da auch ein Buch ausgesucht, Menschenrechte. Ja, große ideale Strukturen. Und dann, ja, da ist so ein bisschen die Frage, meine Frage, ist die Welt jetzt so komplex geworden, dass Dinge als Europa, Menschenrechte so weit weg sind von den Leuten, dass sie damit gar nichts mehr zu tun haben wollen? Und ja, wie kommen wir da wieder ran zusammen? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und wenn ich mal zurückdenke an die Runden damals, die Wanderung mit den berühmten Lietzschen Meilen, die immer dann einen Kilometer länger waren, als man gedacht hatte, sind das ja Fragen gewesen, mit denen bin ich ja mit euch groß geworden. Also damals in der Komplexität, dass wir den Kalten Krieg hatten, der aus heutiger Perspektive, natürlich war die Welt damals auch komplexer als der Kalte Krieg, aber die Hauptausrichtungen waren genau auf dieser Schiene und die sind verändert worden, weil wir nicht mehr diese zwei Blockgeschichten haben, sondern wir haben mittlerweile einzeln rotierende Länder, die ihrerseits Politik machen in jegliche Richtung. Damit meine ich osteuropäische Länder, insbesondere wie Ungarn, die viel mit China zusammenarbeiten, viel mit Amerika zusammenarbeiten, viel Dinge in Frage stellen, wo Europa gemeinsamer Meinung ist, wie beispielsweise sollte die Botschaften in Ost-Jerusalem nach Jerusalem rutschen oder sollten sie in Tel Aviv bleiben. Aber China spielt eine neue Rolle, Russland spielt eine neue Rolle, Amerika spielt eine neue Rolle. Das ist insofern komplexer geworden und gleichzeitig haben wir dieses Europa jetzt. Und letztendlich habe ich das alles lernen und mitbekommen können, wie ihr damals Eingaben geschrieben habt zum Thema Rüstungsfragen. Mhm. Und letztendlich hat sich die Welt weiterentwickelt und das, was ich da gelernt habe, kann ich jetzt hier einbringen. Und in der ganz konkreten Frage der Menschenrechte geht es uns beispielsweise auf europäischer Ebene darum und auch mir in meiner Arbeit, wie wir Menschenrechte und Wirtschaft zusammenbringen können. Und das geht ganz konkret um die Textilien, die wir heute tragen. Ist die Lieferkette der Textilien auf das Thema Menschenrechte bedacht? Ist dort Kinderarbeit drin? Kriegen die Leute ordentlichen Lohn? Haben sie ordentliche Arbeitnehmerrechte? Das sind Themen, die bearbeite ich hier. Und interessanterweise nach unserem Interview hier haben wir noch ein Gespräch mit einem deutsch-niederländischen Textilbündnis, einem Verbund, wo man jetzt neue Standards setzt, Menschenrechte und Arbeit zusammenzubringen. Auf der anderen Seite war ich selber als Europaabgeordneter zum Thema Menschenrechte unterwegs. Ich war in der Türkei. Die Türkei wollte oder will immerhin noch Mitglied der Europäischen Union werden. Und da haben wir die Situation gehabt, dass in einem Jahr das komplette System geschreddert wurde. Ich habe noch die Abgeordneten getroffen, die dann selber dafür gestimmt haben, dass ihre Immunität ausgehebelt wird. Wenig später waren die ersten im Knast. Dann stand ich vor dem Knast und kam nicht rein. Oder ich war in türkischen Redaktionsstuben, wo die Redaktionsmitglieder verhaftet worden sind. Ich war bei den Showprozessen. Ich habe dort Flagge gezeigt, Solidarität für Pressefreiheit. Ein Thema, was wir damals auch schon hatten, zwischen Ost und West. Und die Frage der Pressefreiheit nicht nur für die türkischen, sondern auch für die europäischen Journalisten, die ja in der Türkei ja auch sind. Mittlerweile schreddert sich das auch innerhalb Europas. Also die Frage der Pressefreiheit wird in Ungarn ganz diffizil von dem Orbán reduziert, dadurch, dass große Zeitungen mehr versorgt werden mit Anzeigen, wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. In Polen hat die Regierung glatt mal die öffentlichen Rundfunk und das Ministerium gestellt. Also Entkopplung von Pressefreiheit, staatliche Kontrolle. Das kennen wir schon alles. Und von daher sind die Aufgaben, was Menschenrechte angeht, leider Gottes nicht nur, wie steht Europa zur Welt und zu Lieferketten, auch das ist wichtig. Hier gibt es ein neues Themenfeld. Wir waren damals unterwegs zum Thema
die Helsinki-Körbe der Menschenrechte. Das ist weiterhin ein Bestandteil, aber das neue Thema muss heißen entwicklungspolitischen Ziele 2030. Wie nehmen wir die Komplexität auch der inhaltlichen Veränderung der Welt, was Klima- und Umweltfragen angeht und Sozialfragen zusammen und brechen das runter in die Kommunen. Und gleichzeitig heißt es, das nicht nur für die Welt, sondern auch für Europa zu denken. Menschenrechte in Europa sind unter größter Gefahr. Und gerade die Pressefreiheit, das haben wir in der Slowakei erlebt, wo zwei Journalisten oder ein Journalist mit seiner Freundin erschossen wurde, das betrifft uns auch hier. Und wie siehst du das, das zu den Leuten selber zu bringen? Deswegen diese Frage vom Populismus. Ne? Da haben wir so ein Buch gelesen und der Schriftsteller behauptet, Populismus, es könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Das ist eine interessante Stellungnahme. Also wir haben den Populismus beispielsweise in Bayern, gerade heute. Wir schreiben heute den 18. Juni, das wird ja aufgezeichnet, das Video. Und wir haben heute die spannende Situation, ist der Populismus der Bayern-CSU, der sich populistisch setzt gegen Ausländer, gegen die Asylfrage, genau, gegen einen europäischen Verbund, das gemeinsam europäisch auch lösen zu müssen. Das ist die einzige Chance, die ich da sehe. Und da wird die Kanzlerin gerade angeschossen. Und ich habe von wegen, wie bringt man das runter, bei uns in der SPD in Ostdeutschland gesagt, machen wir alle Wahlkampf in Bayern und erklären Europa, dass Europa hier in Gefahr steht. Also der Populismus, den wir jetzt in Deutschland erleben, bei den Konservativen, bei der CSU explizit, den muss man erklären, dass man die Sachen nur europäisch lösen kann. Ich bin beispielsweise in Sachsen-Anhalt unterwegs und diskutiere mit den Leuten. Auch dort wird Populismus gesetzt, beispielsweise beim Kreuz. Da geht die Pegida mit einem schwarz-rot-goldenen Kreuz durch die Straßen in Dresden und versucht hier mit einem religiösen Symbol populistisch gegenüber einer anderen Religion erneut in den Kreuzzug zu gehen. Im Jahre 2017, 2018, 2016. Und diese Situation wurde selbst in Bayern aufgegriffen, wo jetzt der Söder die Kreuze in die öffentlichen Verwaltung hängt. Nicht als religiöses, sondern als kulturelles Symbol, auch die Aushöhlung. Also dieser täglichen Populismus, den man hinterfragen muss, den man diskutieren muss, offen ansprechen muss. Ich glaube, das muss Ziel und Zweck sein. Ich weiß nicht, wie das in Holland war. Wir haben so Pulse of Europe gehabt, also wo Leute auf die Straße gegangen sind, am Sonntag für Europa demonstriert haben. Das hat auch bei uns stattgefunden. Das findet aber gerade in Ostdeutschland zu wenig in den Medien statt. Das heißt, man muss das immer wieder probieren. Da sind hunderttausende Leute auf den Straßen gewesen. Wir haben den Bürgerpreis gegeben. Also es ist immer das einzelne Gespräch und das führe ich hier mit Gruppen. Also wenn Kirchengruppen kommen, mit Pastoren aus Vorpommern beispielsweise, dann sage ich, es ist eure Aufgabe, in den Predigten, in der Gemeindearbeit zu sagen, dass auch die Leute zuständig sind für Europa, dass wir uns hier den Populisten entgegenstellen und auch erklären, was es heißt, überhaupt in Frieden zu leben. Aber ist es entgegenstellen oder ist es, muss man nicht eher probieren, die Leute mitzunehmen? Also ich habe das Gefühl, dass, was wir damals dachten, wir retten die Welt, wir schreiben ein paar Briefe und machen ein paar Eingaben und dann kommt der Frieden und dann ist alles gelöst. Das hat sich inzwischen herausgestellt, ist nicht ganz so. Aber man hat auch den Eindruck, dass für viele Leute alles zu groß, zu komplex, zu weit weg ist. Ja. Und dass sie deswegen auch ganz zu sich zurückkehren, so ganz dicht dran. Ja. Und da haben sie auch Gründe dafür. Ja. Wie kann man jetzt sorgen, dass man diese Entgegensätze nicht noch mehr erhärtet, ja, sondern dass man die, deren Ängste auch ernst nimmt und sie mitnimmt irgendwohin. Es gibt natürlich ein paar Basisbeispiele, wie Leute, die überhaupt jahrelang warten müssen auf eine Wohnung. Ja. Und der erste Flüchtling, der ankommt, der kriegt die nächste Wohnung. Ja. Und das sind natürlich so solche Basissachen, wovon man, wenn man reintaucht, verstehen kann, ja, da werden die Leute verärgert. Ja und nein. Also erstmal, das Urmomentum ist überhaupt, wissen die Leute, wie Politik funktioniert? Das wissen sie nicht. Und das finde ich eine Katastrophe. Ich komme aus Sachsen-Anhalt aktuell, wohne seit 2010. Und es ist auch den Landespolitikern direkt gesagt, scheißegal, dass Europa überhaupt nicht ordentlich unterrichtet wird. Wenn die Menschen Nachrichten hören, in der Tagesschau oder in der Zeitung lesen, dass hier was verabredet wurde zwischen den Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und dem Parlament, wo die Mehrheiten lagen, wo die Themenpunkte liegen, dann verstehen aus meiner Perspektive vielleicht nur 10%, wenn überhaupt, was das gerade bedeutet, was in den Nachrichten gesprochen wird, weil die keine Ahnung über die Institutionen haben, die sich auch voranentwickelt haben. Wir geben nichts zum lebenslangen Lernen. Wir bräuchten eigentlich Volkshochschulen, die Europakurse machen. Gibt es bei mir im Bundesland nicht einen. Also dieses, verstehen wir überhaupt, in welchem gesellschaftspolitischen System wir arbeiten? Das war ja damals im Sozialismus
relativ einfach, wenn man überlegt, das war der Staat, das war die SED, das sind die Fragen der Menschenrechte. Wir haben die Rechte, wir haben Rechtsstaatlichkeit, wir haben Pressefreiheit, nur die Menschen nutzen sie kaum, weil sie vielleicht auch kaum noch Medien so konsumieren. Beziehungsweise wir haben so viele Freiheiten und dieses sich einbringen, partizipieren, von der Nachbarschaft bis hin überhaupt zur Wahl zu gehen für National- und Europawahlen, dieses Selbstverständnis ist abhandengekommen oder ist nie so richtig entwickelt worden. Und diese Wohnungsfrage kann man beispielsweise erklären. Und auch hier gibt es eine Situation, die wir so nicht kennen. Und interessanterweise Schleswig-Holstein hat das aufgegriffen unter dem Motto, wir waren ein Bundesland, wo Migration und Flucht gelebt wurde. Und wir haben das schon mal gemeistert. Da war ein positives, überparteiliches Momentum, weil ein Großteil der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg in Schleswig-Holstein kam. Und das haben wir schon mal durch. Flucht. Kennen wir doch. Und viele Menschen, jetzt auch beispielsweise in Sachsen-Anhalt, da gab es ja Demonstrationen oder in Sachsen. Da haben sich die Leute hingestellt, wir wollen keine Menschen bei uns aufnehmen. Dass Menschen unter Fluchtsituationen geraten, dass ihnen geholfen werden muss, dass sie natürlich sofort eine Wohnung brauchen. Das sind keine Vier-Zimmer-Wohnungen mit Vollausstattung, sondern das sind erstmal Unterkünfte. Auch da muss man sagen, sozusagen in Deutschland ist es ja ganz klar der Fall. Wir haben ja sozial so, dass die Leute alle unterkommen, dass man sogar noch einen Fernseher beantragen kann oder andere Sachen mit Sozialmitteln. Und von daher werden die Menschen jetzt nicht komplett ad acta gelassen. Aber das Thema ist, sich nicht ausspielen zu lassen, soziale Projekte weiter voranzubringen und soziale Ungleichheit auszusteuern. Da haben wir eine ungleiche Steuergesetzgebung, wir haben einen ungleichen Lohnverdienst, wir haben immer noch keinen Lohnverdienst gleich zwischen Mann und Frau. Also es gibt viele Ungerechtigkeiten. Die müssen wir. Und das ist eine Aufgabe auch von Europa? Ja, klar. Ich meine, man kann sich ja sagen, das muss Sachsen-Anhalt tun, das muss Mecklenburg tun. Nein. Ich meine, was wäre denn deine Aufgabe hier von Europa? Was wir gerade durchgebracht haben im Europaparlament ist, Ungerechtigkeiten anzugehen. Das heißt, Entsenderichtlinie ist ein sperriges Wort. Ganz praktisch heißt das, dass die Menschen am gleichen Ort für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen. Ganz praktisch ist das der rumänische, der bulgarische, der polnische Bauarbeiter, die bis jetzt über Subunternehmen nicht den gleichen Lohn gekriegt haben wie der niederländische, der französische oder der deutsche Bauarbeiter. Das betrifft die Gastronomie, das betrifft Altersversorgung. Ich habe Polen kennengelernt, die lassen ihre Eltern in Polen von Weißrussen oder Ukrainern pflegen. Und sie selber pflegen Deutsche und verdienen damit aber mehr Geld und kriegen mehr für die Rente angespart. Und dieser Kreislauf, dass man ungerecht verdient, das ist europäische Politik. Wir streiten uns gerade wie die Kesselflicker, wie wir das nun machen mit den Transportunternehmen, mit den Truckfahrern. Genau. Dieses Prinzip haben wir durchgebracht. Und bei dem anderen sind die osteuropäischen Kollegen, auch die Sozialdemokraten, die sagen, unser polnische, unser rumänische, unser bulgarische Truckunternehmen, die haben Schwierigkeiten. Und wir wollen nicht bessere Standards haben, wo dann die westeuropäischen Gewerkschafter und Sozialdemokraten sagen, ihr seid doch bekloppt, wir lassen uns doch hier vom Kapitalismus auseinandertreiben, lasst uns doch für die Arbeitnehmer denken. Und das ist so der ständige Diskurs, den wir auch führen. Das heißt, Sozialpolitik muss vor Ort organisiert sein, dass alle einen Kindergartenplatz, alle einen Kitaplatz haben, dass man dann national, aber auch europäisch, wenn es geht, das zu harmonisieren. Und da müssen wir vorankommen. Und Europa, auch Deutschland, hat wegen der schwarzen Null zu wenig Geld gegeben. Wir haben Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa, die katastrophal ist. Das kennen wir noch in der DDR aus den 90er Jahren. Als unsere jungen Leute im Westen gingen, die fehlen uns jetzt auch da. Aber ist das überhaupt realistisch, um ganz Europa einen Standard anzumessen? Solange die Unterschiede sind ja da, die kulturellen Unterschiede, die Unterschiede in Mentalität, in irgendwas. Auch Wenn jetzt die polnischen, rumänischen, weiß ich nicht, Leute hier genauso viel verdienen wie die Deutschen, aber im eigenen Land weniger brauchen, um zu leben, dann wird es doch noch schiefer, stelle ich mir vor. Also ich glaube, der gemeinsame Standard hieße, wenn wir Mindestlöhne haben, dann müssen wir hin. Also wir müssen uns eine Zielsetzung geben. Für ganz Europa. Für ganz Europa. Wir brauchen einen Mindestlohn in allen Bereichen. Also wir entwickeln das gerade für Textilien, dass die Unternehmen, die Lohnkosten mit einpreisen müssen, dass es kein Lohndumping gibt. Das ist weltweit, ne? Weltweit. Das heißt EGG, das ist ein ganz neues Ding, das läuft seit 2 Jahren. Mhm. Ich habe das jetzt in Kopenhagen besprochen, beim französischen Minister oder beim französischen Botschafter dazu eingeladen. Und ich bringe das hier in der Kommission an, das Deutsche Textilbündnis hat das genommen. Da geht es aber auch nicht um totalen gemeinsamen Mindestlohn, aber überhaupt um Grundlebensart. Und für Europa würde das heißen,
Das ist ja genau der Punkt, warum rumänische Arbeiter woanders arbeiten, weil sie mit dem Geld mehr machen können. Ja. Das heißt, wir kriegen das noch nicht hin, dass wir einen europäischen Mindestlohn haben auf jeder Baustelle. Mhm. Aber zumindest, wenn sich schon Leute bewegen, um woanders zu arbeiten, sollten sie genau dasselbe Geld kriegen. Und das heißt zum einen, es ist kein Lohndumping für die Menschen, die vor Ort arbeiten, also jetzt auch, sagen wir mal, die Westeuropäer, dass die Lohn gedrückt kriegen und deswegen ihren Job verlieren, weil andere Leute, sagen wir mal, billiger arbeiten. Billiger sind, ja. Und auf der anderen Seite heißt es aber, dass die Menschen dann auch mehr Geld in ihre Länder holen und letztendlich ihr Land dadurch auch weiterentwickeln. Und bei den Truckfahrern, das ist so ein schönes Beispiel, wo man sehen kann, hier greift der Kapitalismus. Ja. Weil es ist so Lohndumping ohne Ende, wenn wir überlegen, wie billig unsere Agrarprodukte sind, die durch halb Europa getourt werden, wo die Schweine an dem einen Ort gemästet werden, woanders geschlachtet, woanders verarbeitet und dann konserviert und dann in die Läden kommen. Ist nur möglich, weil der Transport so günstig ist. Also wir müssen die Sachen einpreisen für die Umwelt, aber auch die sozialen Kosten. Und da müssen wir mutiger sein und Dinge müssen mehr kosten. Oder müssen dann, wenn man das einpreist, auch neu produziert werden. Das heißt, es ist ein Schlachthof und am besten kauft man das dann beim Schlachter vor Ort. Und also die Agenda 21 letztendlich durchdekliniert leben und gleichzeitig nochmal globaler denken. Wo sind wir denn hier in den Agrarpunkten unterwegs, dass wir letztendlich ja afrikanische, asiatische Märkte beispielsweise durch Milchpulver kaputt machen. Das ist das große Rad der Komplexität. Das ist auch unheimlich komplex. Und hier einfach das erstmal offen anzusprechen und Luft reinzugeben, das ist immer so wichtig in den Diskussionen, die ich hier führe im Europaparlament. Sagst du komplex und hast vorher gesagt, die Leute verstehen nicht, wie Politik funktioniert. Denke ich, ist es jetzt so? Und so kommt es mir immer vor. Es ist alles so komplex geworden, dass nur intellektuelle, gebildete Leute es überhaupt noch verstehen können. Aber sind ja nicht alle. Ja. Wie kann man jetzt dafür sorgen, dass die anderen auch das Vertrauen haben, dass in ihrem Interesse Politik gemacht wird? Wie gibt man ihnen dieses Vertrauen zurück, wenn sie das überhaupt gar nicht überschauen und man das eigentlich auch nicht erwarten kann? Also man muss jeden Tag neu anfangen. Das heißt, ich habe einer meiner Büros, ich bin, glaube ich, der einzige Europaabgeordnete, der hat in seinem Büro, eines meiner Büros ist ein Klassenzimmer. In Wittenberg, das ist ein alter Laden, das ist ein blauer Fußboden mit Europastern drauf, ein paar Pockern und so ein Whiteboard, also eine internetfähige Wand, wo man Filme zeigen kann, wo ich skypen kann, wo die Schüler durch die Stadt gehen und mitkriegen, wo sind denn Europamittel, auch bei uns im Land. Ja. Ich habe Lehrmaterialien entwickelt. Jeder Tag gilt, dass wir überhaupt die Dinge in die nächste Generation bringen. Das ist der erste Start. Da haben wir Kontrolle drüber, weil das unsere Schulen sind. Bist du oft da oder bist du meistens hier? Ich bin meistens hier, 3 Wochen hier, 1 Woche in Straßburg. Aber meine Mitarbeiter machen das. Und ich habe Lehrmaterialien entwickelt für jeden Landkreis, dass man 3 Projekte sehen kann, wo Europamittel sind. Ich bin jetzt nicht in Poserien, weil ich im Land Sachsen-Anhalt unterwegs bin. Ich mache 21 Tage, auch meine Urlaubszeit mit rein, wo ich nur Europa erkläre, 4-5 Termine an einem Tag, also 21 Tage, 100 Termine. An Schülern? Nee, nicht nur mit Schülern, also ich gehe auch an Schulen, sondern ich mache auf dem Marktplatz einen Stand. Ich verteile dort Kaffee, ich mache eine Tea-Time um 5. Ich mache abends Politikgespräche und ich bin in Unternehmen und mache Pressearbeit, wie Sozialarbeit, wie Frauenhäuser, wie Bauprojekte, also überall da, wo Europamittel drin sind. Und du weißt, wie ist die Interesse? Kommen da viele Leute? Je nachdem, das wird man sehen. Wir hatten unglaublich tolle, große Runden zum Thema CETA, TTIP, internationalen Freihandel. Da ging in Deutschland die Post ab. Wir haben 100.000 Leute auf der Straße gehabt. Fantastisch. In Deutschland, das war super cool, weil man daran erklären konnte, was sind unsere Werte und Standards und wo wollen wir hin und wie geht's weiter. Das heißt, da sind Leute gekommen, weil man das dann runterbricht. Was heißt das für unsere Krankenhäuser? Was heißt das für unser Wasser? Können die Amerikaner unsere Infrastruktur kaufen oder nicht? Ja? Und das ist mein Versuch. Deswegen mache ich solche Europatouren, wo ich nicht viel auf der Straße bin, sondern jeden Tag einen neuen Landkreis mache oder eine Stadt und dadurch halt 4-5 Termine an einem Tag schaffe, um möglichst effektiv möglichst viele Menschen zu erreichen. Wir sind nur 2 Abgeordnete fürs Land. Das ist so ein bisschen immer der Tropfen auf den heißen Stein, aber wer nicht tropft, macht nichts. Und was ich halt versuche, ist, meine Landtagsabgeordneten dazu zu bringen, dass die überhaupt mehr für die Bildung zu Europa in den Schulen tun, da ist noch nicht der Fall. Wir haben aktuell gar keine, nicht genug Lehrer. Wir nicht genug Lehrer haben, weil wir falsche Schulpolitik in unserem Bundesland gemacht haben. Wir stellen jetzt Leute von der Straße ein unter dem Motto, geh doch ins Klassenzimmer, mach doch ein bisschen was. Die antworten mir das an, wir brauchen erstmal mehr Lehrer und dann können wir noch Europasachen oben drauflegen. Aber ich spreche mit Leitern der Kreisvolkshochschule. Ich bin
bei den Feuerwehren, also überall. Ich gehe in Altersheim, singe Volkslieder eine halbe Stunde und mache dann eine halbe Stunde politisches Gespräch. Weil auch im Altersheim gibt es Zeitungsgruppen, die lesen Zeitungen und diskutieren dann über das, was sie lesen. Unheimlich politisch. Ich habe da in einem Altersheim eine Gruppe erlebt, die war wirklich bestens informiert und hatte ein tagespolitisches Gespräch, was vom Feinsten war. Also niemals die Leute unterschätzen und die Situation nicht unterschätzen. Man muss halt unterwegs sein. Und ich nutze beispielsweise Social Media, ich nutze Twitter und Facebook, was mir ansonsten komplett egal ist. Aber das ist eine Möglichkeit, weil die Landespresse auch bei uns kaum Sachen bringt. Ich habe den britischen Botschafter zum zweiten Mal eingeladen, über Brexit zu sprechen. Sachsen-Anhalt hat den drittgrößten Exporteur zu Großbritannien, also Wirtschaftskontakte. Und da kam keine Presse vorbei. Da kamen 150 Leute und in Magdeburg 300 Leute. Aber es wurde nicht darüber berichtet, was die Fragen der Leute waren, dass der da war, dass wir uns damit beschäftigen. Damit gibt es auch keine Resonanz, dass der Brexit jetzt stattfindet nächstes Jahr. Also Presse ist extrem herausfordernd. Auch deswegen immer mit der Presse und auf die Presse zugehen, ob die nicht was berichten wollen. Wenn man was macht, das ist feinteilig, aber so ist es halt. Ja. Aber das sagt dann auch, dass es so vielschichtig ist. Denn gerade das, wie heißt auch wieder, CT-Dingsbums, dieses Handelsvertrag. Ja, TTIP. Das ist ja so ein Beispiel. Und CETA, das ist mit Kanada. Ja, TTIP, ja. Dass man, so ein Beispiel, dass man es überhaupt nicht durchschauen kann als normaler Mensch. Und dann kommt Arne Lietz und erklärt einem das. Dann denkt man, jetzt verstehe ich das. Und dann kommt irgendein anderer Typ und erklärt einem das total anders. Ja. Dann versteht man gar nichts mehr. Ja. Na, das war, ich kann mal erzählen, wie das gelaufen ist. Also, wir wussten ja alle gar nicht, was in den Verträgen stand. Diese US-Abkommen war ja so gesetzt, dass wir gar nicht wussten, was passiert, weil es heimlich ausgehandelt wurde, das Mandat. Ja. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, die Mandate sind jetzt transparent. Und von daher ist das ein neuer Punkt, der neu ist in der Politik. Und gleichzeitig habe ich beispielsweise meine Veranstaltung genau mit den kritischen NGOs geführt, die gesagt haben, das ist so und so. Und dann konnte ich sagen, das ist so und so oder es wird noch neu verhandelt. Und das war auch nur, weil ich mich innerlich eingearbeitet hatte. Und es waren viele, viele Leute da, teilweise bis zu 100 Leute. Wir hatten aber nie die Situation, dass die Leute dann gesagt haben, sie lügen oder das haben wir jetzt anders erlebt. Das heißt, die Fragen auch zu beantworten, die offen sind. Und bei TTIP war so viel offen, dass wir auch mal sagen konnten, das ist so offen, das können wir gar nicht abstimmen. Oder das wollen wir nicht, weil wir gar nicht wissen, worum es da geht. Oder weil es im Mandat noch unklar war. Wir hatten ja damals den Bundestagspräsident, der hat erstmal dafür gekämpft, dass die Bundestagsabgeordneten lesen können, ohne Fotos machen zu können oder die Dokumente zu sehen. Jedes Kommunalparlament nimmt die Themen auf und setzt sie dann neu. Und von daher heißt es, Transparenz in die Politik zu bringen und die Sachen zu erklären, auch wenn es kompliziert ist. Wir haben ganze Arbeitsstäbe zum Thema CETA und TTIP gehabt. Das heißt, dieses Abkommen mit Amerika hat es nicht gegeben. Und mit den Kanadiern haben wir uns weiterentwickelt, auch inhaltlich. Mit dem Trudeau, das ist ein Glücksgriff der Geschichte, dass er gerade da ist. Mhm. Ja. Sodass wir da Transparenz auch beispielsweise, was Klagerechte von Unternehmen angeht, dass wir da jetzt internationales Recht neu schaffen wollen und da mutig vorangegangen sind, dass die Arbeitsstandards anerkannt wurden. Da sind die Kanadier ganz weit uns entgegengekommen. Das muss man aber erklären. Und deswegen ist das schon sehr also Politik ist wirklich super komplex geworden. Ja. Und deswegen ist politische Bildung das A und O. Und sich auch reinzukneten, das gehört auch zur Bürgerpflicht so ein bisschen mit dazu. Und gleichzeitig kriegen wir es nur hin, wenn das auch Standard wird für Führungskräfte, dass sie das in ihrer Arbeitszeit machen, damit die überhaupt wissen, in welchen politischen Rahmen sie sich bewegen. Ja, das ist schon wichtig. Ja. Ja. Da steht einer und wartet. Da ist unsere Zeit. Die ist wahrscheinlich rum. Die ist gerade rum, genau. Ich fand das total schön, dass ihr da wart. Ich wünsche gute Gespräche. Wir haben jetzt gar nicht dazu geredet. Ich setze mich hier dafür ein, dass weniger Rüstungsexporte aus Europa passieren. Wir haben Folterinstrumente schon im Verbot gehabt. Jetzt diese Legislaturperiode, dass sie nicht mehr immer noch exportiert werden können. Ich setze mich dafür ein, dass wir die Rüstungsexporte europäisch harmonisieren. Jetzt liefert jedes Land so, wie sie wollen. Dass wir die Standards überhaupt anerkennen. CDU/CSU hat hier dafür gestimmt, nichts nach Saudi-Arabien liefern zu wollen. Im Bundestag höre ich das nicht. Ja, also auch hier geht auf europäischer Ebene sehr viel, überparteilich. Und hier müssen wir Flagge zeigen. Und ich habe tolle Gespräche jetzt gehabt, war auf dem Kirchentag, wo auch der Chef der EKD da war. Und ich brauche mehr Druck von den Kirchen. Ich erlebe die Kirchen nicht mehr als Friedenseinklage, auch der Rüstungsexporte. Hier ist richtig viel möglich und von daher beredet die Themen, bringt euch weiterhin ein. Besucht mich noch im Parlament, auch andere, die kommen wollen. Bis zum April bin ich hier und insofern ein
Turzins und geht schön baden für mich mit im Poseriner See. Und habt eine gute Zeit. Ja, sehr vielen Dank. War sehr schön, dich hier zu sehen. Und auch so ein Déjà-vu zu haben, dass man denkt, Heiko sitzt da. Nein, das ist er nicht. Den das ist er nicht. Das ist er nicht. Ja, genau. Genau. Der hat mehr Haare noch als ich. Ja. Ja. Aber trotzdem. Ja, schön. Danke. Okay. Bis bald. Turzins. Vielen Dank. Turzins. Schöne Grüße aus dem Europaparlament.